Gigaset GS5, Smartphone made in Germany. Könnte sich dieses Smartphone für dich lohnen oder nicht? Das will ich in diesem Video sehr gerne besprechen. Das Amazon-Angebot dazu werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Kannst du bei Interesse also sehr gerne mal einen Blick drauf werfen. Ja, Smartphone made in Germany, das gibt es wirklich nicht so oft. Das ist schon etwas Außergewöhnliches. Die technischen Komponenten, die hier verbaut wurden, können sich auf jeden Fall sehen lassen. Was sehr interessant ist, weil, ja, ich frage mich halt, wie hoch die Stückzahl im Vergleich zu diesen gigantischen großen Anbietern im Smartphone-Markt so sein wird. Ja. Da finde ich es schon sehr interessant, dass hier ein, wie ich finde, sehr solides Smartphone angeboten wird, was jetzt die technischen Komponenten anbetrifft. Ja, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und genau, sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Smartphone-Freunde könnte es definitiv eine interessante Wahl sein. Wir können uns gerne ein paar Produkteigenschaften hier auch noch genauer anschauen. Spitzenleistung in vollendeter Form. Elegantes Design mit gehärteter Glasrückseite. 2,0 GHz Octa-Core Prozessor. Optimierte Leistung dank MediaTek Hyper-Engine Technologie. Rahmenlose Kameras. Brillante Aufnahmen. Fangen Sie mit dem Gigaset GS5 jeden Moment ein. Dual-Kamera 48 MP plus 8 MP. Frontkamera 16 MP mit Android 11. Und leistungsstarken 4500 mAh Akku. Bis zu 350 Stunden Standby-Zeit. Bestes Smartphone-Erlebnis mit 6,3 Zoll Full HD V-Notch Display. Einfach entsperren mittels Gesichtserkennung oder Fingerabdruckscanner. NFC Triple Karten Slot. Unterstützt induktives Laden. Ja. Diese und weitere Produktinformationen und Eigenschaften kannst du dir selbst auch nochmal in Ruhe und Frieden auf der Angebotsseite von Amazon durchlesen. Preis-Leistungs-Verhältnis braucht sich meines Erachtens nach hier auf gar keinen Fall zu verstecken. Ich würde das definitiv als ein faires Angebot für ein Smartphone bezeichnen und wer gerne auch mal ein Smartphone made in Germany ausprobieren will, weil wie bereits gesagt, da gibt es nicht so wahnsinnig viele von. Ne? Der kann hier auf jeden Fall einen guten Fang machen, wie ich finde. Das Amazon-Angebot werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Kannst du dir alles selbst nochmal in Ruhe und Frieden durchlesen. Vielleicht auch mal die Kundenrezensionen anschauen, was sagen denn andere Leute zu diesem Smartphone. Auch das könnte dir bei deiner Kaufentscheidung noch weiterhelfen. Das war's dann auch mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Alles Gute und ciao, ciao.